Herzlich willkommen. In diesem Slidecast wird Professor Dr. Carsten Lübcke Ihnen etwas zum Thema gemischte Verzinsung erzählen. Gemischte Verzinsung. Betrachten wir den eigentlich recht üblichen Fall, dass Sie innerhalb eines Jahres Geld einzahlen und ein paar Jahre später innerhalb eines weiteren Jahres das Geld wieder abheben. Wir haben gelernt, dass innerhalb eines Jahres in der Regel die lineare oder einfache Verzinsung verwendet wird und über mehrere Jahre die exponentielle Verzinsung herangezogen wird. Insgesamt haben wir dann eine sogenannte gemischte Verzinsung. Betrachten wir den Fall, dass wir am 15.09.2006 12.000 Euro zu einem Zinssatz von 3,75% pro Jahr anlegen. Die Frage ist, wie viel Geld können wir abheben am 21.09.2013? Nun gut, wir haben gesagt, innerhalb eines Jahres lineare Verzinsung, über mehrere Jahre exponentielle Verzinsung. Gucken wir uns also zuerst an, wie viel Zinsen wir für die nicht vollständigen Jahre, also vom 15.09.2006 bis Jahresende 2006 und 1. Januar 2013 bis 21. September 2013 erhalten. In Deutschland wird in der Regel die deutsche oder kaufmännische Zinsmethode, das heißt die 30E360 Methode, herangezogen, die besagt, jeder Monat hat 30 Tage. Der Februar genauso wie der Dezember, sodass das Jahr insgesamt 360 Tage hat. Und je nach Vereinbarung wird entweder der Einzahlungstag oder der Auszahlungstag verzinst, aber nicht beide. Diese Zinsmethode ist nicht per Gesetz festgeschrieben oder ähnliches und es gibt im internationalen Finanzverkehr mehrere Zinsberechnungsmethoden, aber hier wird die deutsche oder kaufmännische Zinsmethode herangezogen. Mit diesem Wissen können wir also die Tage ausrechnen, die im Jahre 2006 und im Jahre 2013 herangezogen werden. Die ganzen Jahre sind dann relativ einfach. Das sind die Jahre 2007 bis 2012. Für die wird exponentiell verzinst. So, wie viele Tage sind es denn zwischen dem 15.09.2006 und 31.12.2006? Der 31.12.2006 ist der 360. Zinstag des Jahres. Der Einzahlungstag ist der 15. September 2006. Bis dahin sind also 8 ganze Monate mit 30 Tagen vergangen und 15 Tage im September. 8 ganze Monate mit 30 Tagen macht 240 Zinstage plus die 15 Tage im September macht insgesamt 255 Tage. Das heißt, am 15. September sind 255 Tage des Zinsjahres vergangen und der Auszahlungstag, der fiktive, ist der 360. Zinstag. Also liegen dazwischen 360 minus 255 macht 105 Zinstage, die sich auf das Gesamtjahr von 360 Tagen beziehen. Wir erhalten für das Jahr 2006 an 105 von 360 Tagen lineare Zinsen. Das gleiche können wir für das Jahr 2013 durchführen. Wir erhalten Zinsen bis zum 21. September. Auch da sind wieder 8 ganze Monate, das heißt 9 minus 1 und 21 Tage noch im September. Wir erhalten also für 261 von 360 Tagen Zinsen. Wir erhalten also exponentielle oder Zinseszinsen für die Jahre 2007 bis 2012. Das kann man mit den Fingern abzählen oder als Formel ausgedrückt das Endjahr 2013 minus das Anfangsjahr 2006 minus 1. Das sind in diesem Fall 6 Jahre. Jetzt können wir den Endbetrag am 21. September 2013 ausrechnen. Wir erhalten zunächst für 105 von 360 Tagen lineare Zinsen auf unser angelegtes Kapital von 12.000 Euro bei einem Zinssatz von 3,75%. Wir erhalten diesen Zinssatz 6 Jahre exponentiell für die 6 ganzen Jahre und im letzten Jahr erhalten wir Zinsen
für 261 von 360 Tagen, sodass wir am Ende 15.541,18 Euro abheben können. Wir haben also einerseits einen Block vorne lineare Verzinsung, in der Mitte exponentielle Verzinsung und am Ende wieder lineare Verzinsung. In einer allgemeinen Formel gesprochen ist das eben K0 mal die linearen Zinsen für den ersten Zeitraum mal die exponentielle Verzinsung für die ganzen Jahre und noch einmal lineare Verzinsung für den Zeitraum im Auszahlungsjahr. Wir hoffen, wir konnten Ihnen helfen und wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg beim Lernen.